Hallo zu diesem weiteren Video aus der Serie So ähnlich im Abi gesehen. Heute mit einer Aufgabe aus dem Bereich der Stochastik. Und so eine ähnliche Aufgabe wurde aus dem Aufgabenpool im Jahre 2018 entnommen und als hilfsmittelfreie Aufgabe im Abi gestellt. Übrigens, weitere Videos aus der Abi-Videoserie und ein Arbeitsblatt zum Ausdrucken findest du hier unter dem Link. Worum geht's? Die Zufallsgröße x kann die Werte 2, 5 und 10 annehmen. Dabei gilt: Groß P von x gleich 2 ist gleich ein Fünftel und Groß P von x gleich 5 ist gleich ein Halb. Bestimme den Erwartungswert von x. Okay, am besten machen wir uns dazu eine kleine Tabelle, wo wir die Werte unserer Zufallsgröße x, ich nenne die jetzt mal k, und P von x gleich k, die zugehörige Ereigniswahrscheinlichkeit, dafür eintragen. Unsere Zufallsgröße kann die Werte 2, 5 und 10 annehmen und die Wahrscheinlichkeit P von x gleich 2 beträgt ein Fünftel und P von x gleich 5 beträgt ein Halb. Was jetzt fehlt, ist die Wahrscheinlichkeit P von x gleich 10, aber die lässt sich ja relativ einfach ausrechnen. Wir haben eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 1, also muss P von x gleich 10 1 minus die Wahrscheinlichkeit von P von x gleich 2 und P von x gleich 5 sein. Denn alle diese Wahrscheinlichkeiten müssen sich ja zu 1 ergänzen. So, die Werte eingetragen, ist das jetzt nur noch eine Sache von Bruchrechnung. Hier müssen wir Brüche subtrahieren und daher bringen wir die erstmal alle auf Zehntel, den Hauptnenner von 5 und 2. 1 sind 10 Zehntel minus 2 Zehntel minus 5 Zehntel. Und wenn man das ausrechnet, kommt natürlich 3 Zehntel raus. Und das können wir hier eintragen. Damit ist die Tabelle zur Wahrscheinlichkeitsverteilung fertig. Aber jetzt sollen wir noch den Erwartungswert ausrechnen. Und das macht man ja so, dass man den Wert, den die Zufallsgröße annimmt, mit der zugehörigen Wahrscheinlichkeit multipliziert und dazwischen jeweils aufaddiert. Also 2 mal ein Fünftel plus 5 mal ein Halb plus 10 mal 3 Zehntel. So, diese Brüche lassen sich jetzt sehr einfach als Dezimalzahlen schreiben. 2 mal ein Fünftel. Ein Fünftel ist ja 0,2 plus 5 mal 0,5 plus 10 mal 0,3. Dann rechnen wir das aus. Dann steht hier 0,4 plus 2,5 plus 3. Und wenn man das alles zusammenrechnet, ergibt sich 5,9. Und das ist der Erwartungswert für unsere Zufallsgröße bei diesem Zufallsversuch. Okay, ich hoffe, dir hat das Video geholfen. Wie gesagt, hier gibt es auch ein Arbeitsblatt zum Ausdrucken. Wenn du nach allen Videos suchst, zu denen es bereits Arbeitsblätter zum Ausdrucken gibt, dann gib in die YouTube-Suche Hashtag M13Skript ein und dann sind die Arbeitsblätter in den Videos verlinkt. Danke fürs Zuschauen. Abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Besuche auch meine Webseite matheoch13.de und Instagram. Und wenn du kannst, unterstütze meinen Kanal auf patreon.com, damit ich auch in Zukunft Videos produzieren kann. Fragen und Anregungen? Immer rein damit in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und vielleicht sind die Videos im Abspann auch was für dich. Bis dahin. Ciao.